In diesem Video geht es um spezielle kontextfreie Grammatiken. Wir gucken an eine Grammatik für die Sprache A hoch n, B hoch n und eine für die korrekten Klammerungen. Fangen wir gleich an mit der Grammatik für A hoch n, B hoch n. Das hier auf der linken Seite ist quasi die typische Grammatik. Wir haben zwei Arten von Produktionen. Die eine ersetzt S durch A, S, B und die andere ersetzt das S durch ein Epsilon. Gucken wir einmal an, wie das funktioniert, wenn man so eine Ableitung macht. Wir starten bei der Ableitung natürlich mit dem Startsymbol S. Wir müssen uns jetzt überlegen, dieses S wollen wir ersetzen durch eine Regel der Grammatik. Müssen da also eine Regel auswählen und wir wählen die Regel aus, die das S durch A, S, B ersetzt. Gut, jetzt haben wir auf der rechten Seite eine Satzform stehen, die noch so ein Nicht-Terminal enthält, dieses S. Das wollen wir wieder ersetzen. Das heißt, wir müssen dieses S ersetzen und da eine Regel für auswählen. Und wir ersetzen das S wieder durch A, S, B. Das A und das B, was vorher schon da stand, bleibt natürlich erhalten. Und das S in der Mitte, das wird wurde halt in diesem Ableitungsschritt durch A, S, B ersetzt. Gut, jetzt müssen wir wieder dieses S, was auf der rechten Seite steht, müssen wir wieder irgendwie ersetzen, Regel anwenden. Wir ersetzen es nochmal durch A, S, B, weil wir wieder die gleiche Regel anwenden. Wir haben sowieso nur zwei Regeln zur Verfügung, also ersetzen wir nochmal. Jetzt an der Stelle haben wir wieder das S übrig. Ersetzen das nochmal durch ASB. Und wenn man diese Ableitung so ein bisschen verfolgt, sieht man schon, was passiert. Die Idee bei dieser Regel ist, dass die Regel, die S durch ASB ersetzt, dass die für jedes A, was erzeugt wird, auch gleichzeitig ein B erzeugt wird. Dadurch bekommen wir es hin, dass wir die gleiche Anzahl von A's und B's haben. Und das Ganze machen wir von der Mitte aus. Diese Regel erzeugt ja von der Mitte aus nach links genau ein A und nach rechts genau ein B. Dieses Nicht-Terminal bleibt in diesem Satzform immer in der Mitte stehen und fügt eben nach links und nach rechts von der Mitte aus immer weitere A's und B's hinzu. Und auf diese Weise bekommen wir dann eben einen Ausdruck, sodass links von dem S genauso viele A's stehen, wie rechts von dem S B's stehen. Und das machen wir so lange, bis wir irgendwann entscheiden, aha, dieses S, das müssen wir ersetzen durch das leere Wort, um wirklich ein Wort aus der Sprache herzustellen, was dann kein Nicht-Terminal enthält mehr. Weil die Wörter, die in der von der Grammatik erzeugten Sprache sind, sind genau die, die hinterher bei der Ableitung kein Nicht-Terminal mehr enthalten. Also wenn wir irgendwann kein Nicht-Terminal mehr haben auf der rechten Seite, dann haben wir ein Wort aus der Sprache gefunden. Wichtig an diesem Beispiel ist eben, dass wenn ich so eine gleiche Anzahl von A's und B's herstellen möchte, dass ich dann eine Regel brauche, die quasi die A's und die B's gleichzeitig herstellt in einem Schritt und das typischerweise dann auch von der Mitte aus. Gucken wir als zweites Beispiel die Sprache der korrekten Klammerungen an. Also hier geht es nur darum, dass die Klammerung korrekt ist, das heißt, dass es zu jeder öffnenden Klammer auch eine schließende Klammer, eine passende schließende Klammer gibt. Das wird hier durch diese Grammatik realisiert mit den drei Regeln. Die erste Regel ist dafür da, um zwei Klammerausdrücke hintereinander schreiben zu können, also eine Konkatenation von korrekten Klammerausdrücken zu erlauben. Die mittlere Regel ist für das Schachteln von Klammern zuständig und die rechte Regel, damit wir irgendwann mal aufhören können. Gucken wir da ein Beispiel an. Wir fangen mit dem S an. Ersetzen das S durch Klammer auf, S Klammer zu, also machen so eine Schachtelung, um überhaupt mal Klammern zu erzeugen, müssen dieses S wieder setzen, machen das dadurch, dass wir das S durch SS ersetzen, also zwei S hintereinander. Jetzt nehmen wir das links stehende S und ersetzen das. Und dazu müssen wir eine Regel aussuchen, nehmen wir vielleicht diese da, die S Klammer auf, S Klammer zu dadurch ersetzt. Jetzt wird das S weiter ersetzt, vielleicht durch zwei S. Wieder das ganz links stehende wird weiter ersetzt. An der Stelle ist es so, wir müssten nicht immer das Nicht-Terminal nehmen, was ganz links steht. Wir hätten auch prinzipiell ein anderes nehmen können, aber da wir hier eine Auswahl haben, kann man auch so eine Regel, sich so eine Regel nehmen und immer das ganz links stehende ersetzen. Dadurch kann man nicht mehr und nicht weniger ableiten, als wenn man zum Beispiel das ganz rechts stehende nehmen würde, aber man ist so ein bisschen strukturierter an der Stelle. Wenn man es immer so vorgeht, dass man das ganz linke ersetzt, spricht man auch von einer sogenannten Linksableitung. Gut, machen wir einfach mal weiter mit dieser Ableitung. Ersetzen das S wieder durch so einen Klammerausdruck und so weiter. Dieses S ersetzen wir dann irgendwann mal durch das Epsilon, weil irgendwann müssen wir mal zum Ende kommen, wirklich einen Klammerausdruck herstellen. Jetzt machen wir mit dem weiter rechts stehenden S weiter, ersetzen das wieder durch so einen Klammerausdruck. Dann an der Stelle ersetzen wir das, wenn wir das gemacht haben, auch wieder durch das leere Wort. Und schließlich ganz rechts, da machen wir so eine Schachtelung. Und
An der Stelle fügen wir auch nochmal so ein, nutzen wir auch nochmal eine Regel, die es dann durchs leere Wort ersetzt, um einfach fertig zu werden mit der Ableitung. Und was man sieht, wir haben es jetzt geschafft, so einen Klammerausdruck abzuleiten. Das ist ein korrekt geklammerter Ausdruck. Zu jeder öffnenden Klammer gibt es genau die passende schließende Klammer. Und Grundidee hier eben ist, dass man Regeln hat, die Klammerausdrücke hintereinander schreiben können. Das darf man noch nicht vergessen. Hätte man so eine Regel nicht, könnte man solche Ausdrücke hier, wie sie hier zum Beispiel stehen, nicht herstellen. Die zwei Klammerausdrücke einfach direkt hintereinander haben. So ein Teilausdruck würde nicht funktionieren. Und natürlich die zweite Sache ist zum Ineinanderschachteln von Klammerausdrücken. Wenn Sie die Grammatik der korrekten Klammerung vielleicht in einer anderen Literatur noch irgendwo finden, kann das auch mal sein, dass quasi diese Regel und diese Regel hier zu einer Regel verschmolzen sind, dass man dann nur noch eine Regel hat. Das ist auch möglich.